Guten Morgen, jetzt kurz vor 9. Ich bin auf dem Weg, um mich mit den anderen zum Frühstück zu treffen. Ich bin schon seit 7 Uhr wach. Hab jetzt fast 2 Stunden mit Leon gefacetimed. Der kam gerade vom Strohfest heim, bei ihm ist 3 Uhr gewesen. Oder 2 Uhr irgendwas, wir haben bis 4 Uhr seiner Ortszeit gefacetimed. Sehr grob. Schöner Start in den Morgen für mich. Ich habe jetzt ordentlich Hunger, habe gerade schon wieder eine Banane verloren, weil ich ausgerutscht bin. Meine Schuhe sind wieder dreckig. Könnte besser sein, aber ich freue mich, dass die Reise weitergeht. Hier der Berg, den wir gestern bestiegen haben, ist komplett bewölkt. Das Bier immer mit am Start. Das Bier habe ich damals in Luang Prabang in der Bowlingbar gekauft und jetzt habe ich es immer noch. Naja, jetzt kommt es wieder mit. So, werden die anderen noch packen. Kann ich noch ein bisschen was zur Situation erzählen? Also, ich habe ja meine Kopfhörer in Chiang Rai liegen lassen und habe es dann irgendwie geschafft, Kontakt über dem Hostel mit dem einen Kontakt aufzunehmen, den ich kennengelernt habe. Und er ist jetzt auch in Luang Prabang gewesen vor ein paar Tagen. Ich habe mir erst gestern hier geschrieben, wo er jetzt ist. Da hat er mir heute Morgen geantwortet, dass er einfach hier in Nong Kiao ist. Und dann meinte ich, oh geil, dann kann ich meine Kopfhörer holen. Und dann sagt er, ja, verlässt du die Stadt? Und ich so, ja, heute um 11. Und er so, ja, ich komme heute erst um 17 Uhr zurück von seinem Trip. So wie was wir gemacht haben. Jetzt kriege ich meine Kopfhörer wieder nicht. Es kann sein, ich die nie wiedersehe vielleicht. Das ist recht bescheuert. Und die Zugtickets waren einfach ausverkauft. Also ich fahre nicht im gleichen Zug wie die anderen. Ich fahre jetzt First Class. Das erste Mal im Leben fahre ich First Class mit einem gebuchten Ticket. Und das ist einfach die Laos China Railway. Das heißt, das ist eine Zugstrecke, die von China erbaut wurde. Und mir wurde schon erzählt, dass da der Check-in oder der Betreten des Bahnhofs wie auf dem Flughafen ist. Also Rucksäcke werden gescannt, alles wird durchsucht, man darf eigentlich nichts dabei haben, was irgendwie gefährlich ist. Also ja, ich bin gespannt auf die Experience. Das heißt, morgen werde ich schon um 12 Uhr mit dem Zug nach Wangyang fahren, während die anderen mir erst um 15 Uhr dann folgen. So, Halfway Point ist geschafft. Ich habe mir gerade mal jetzt Chips geholt. Special Edition, die sollen sehr scharf sein, mit Chiliflocken drin. Bin ich mal gespannt, ob ich mir jetzt schön die Fratze im Bus verbrenne. Ja, Fahrt ist okay. Ich habe diesmal einen gescheiten Sitzplatz und ja. Mehr gibt's nichts zu sagen. Am nächsten Dach gehen die Rucksäcke jetzt wieder aufs Tuk-Tuk-Dach. Juhu! Oh, so please, I brought my shoes in. Wir sind zurück in dem genau gleichen Hostel wie vor 4 Tagen. Ja, weil das war super. Mit einem Pool, sehr günstig. Deswegen machen wir das gleich nochmal. So, also, wir haben gegessen. Jetzt sind James und ich zurückgegangen. Ich mache jetzt einen Powernap, chillen ein bisschen, gehen vielleicht später in den Pool. Die Mädels gehen shoppen und sich eine Massage geben lassen, glaube ich. Ja, ich glaube, hier ist gerade Stromausfall. Das heißt, es wird, glaube ich, sehr heiß hier drin. Aber was soll man machen? Ja. Ich gucke vielleicht ein bisschen YouTube und dann ja, einfach chillen erstmal. Ist jetzt kurz nach 4 und heute Abend ist Champions League Finale und es kommt bei uns um 2 Uhr nachts.
Das heißt, es wird eine lange Nacht. What's your name? Dong Vi Ha. So, es ist mal wieder Zeit für 2 Millionen Kip. And they got a table. They got a table. So, ja. Yeah. James und ich sind ready für die Biertower. Und ich hoffe, die anderen auch. So, wir sind hier auf dem Food Market. Es ist gottlos heiß. Sieht man's? Ja, man sieht's. Ich weiß nicht warum. Wir sind ganz normal gelaufen. Und jetzt schwitzen wir schon so hart. Die Mädels sind jetzt alle Essen holen. James ist ein Biertower holen. Heute ist Champions League Finale. Ja. Ich habe nicht so viel Hunger, ich hatte doppelte Mahlzeit zum Mittagessen, aber ich werde mir eine Suppe genehmigen und ein Eis vielleicht. Ja, und dann schauen wir mal, was so passiert. Vielleicht gehe ich noch bowlen vor dem Champions League Finale, weil es erst um 2 Uhr nachts, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und ja, so weit, so gut. You ever worked at a bar, Martha? Ever? Barely not. Barely not, yeah. What's that? Oh yeah, das ist das, was du brauchst. If that is necklace, that's incredible. I saw it. No, that's real. Right. Oh, Israel, yeah. Israel. Yeah. Guckt euch an, Jonas Wingiger, Tour Dauphiné. Er rasiert sie alle weg. Was sagst du dazu, James? James! Guckt ihn euch an. Junge, diese Tour de France wird so gut. And there's half time. And that's a difficult 45 minutes for Pep Guardiola. And Manchester City, closest they came to a goal was the Haaland shot that was saved by Onana. Significantly done. And Kevin De Bruyne gets his medal after being heartbroken. 40 Uhr. Man City hat sehr gewonnen und ich sage gute Nacht.